Hallo und willkommen zurück hier bei TKKG, Alarm in der Geisterbahn. Ja, und willkommen bei der zweiten Session. Ja, dies ist mein zweiter Versuch und ich würde mal sagen, wir können direkt starten. Ich musste die erste Aufnahme leider abbrechen. Aus technischen Problemen, aber lasst euch gesagt sein, ich habe noch nichts erreicht. Das Einzige, was ihr wahrscheinlich merken werdet, ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal mit Tim zum Raumschiff gehe, also den Ort, den wir letztens freigeschaltet haben bei Pepe, kommt jetzt nicht direkt ein Spruch und das von allen. Ja, ich habe probiert, hier mit unserem Snappy zu reden. Du bist Space Snappy, richtig? Aber mehr Das als habe ich mir ein gedacht. Nicken habe ich nie rausbekommen. Auch wenn man jetzt hier probiert reinzugehen, hat man keine Chance. Der Ach so, es Snappy geht erst um 10 los. bleibt einfach nur stumm. Ja, dann habe ich rausgefunden, hier hinten geht es auch noch lang, aber ist momentan ziemlich unspektakulär. Ihr hier natürlich seht, ja, man kann nichts anklicken. Dann war ich noch am Gucken, nehmen wir mal Karl zum Beispiel, hier zum Beispiel Eingang Snappy Land. Nochmal geguckt, ob das neue Gesprächsoptionen gibt, aber das ist leider auch nicht Haben der Sie einen Fall. 20-jährigen Burschen mit blonder Haartolle gesehen? Schon möglich. Aber wenn nicht gerade Prominente wie Gewinner einer Quiz-Sendung hier herumlaufen, gehen für mich die meisten Gesichter in der Menge unter. Ich und Prominent? Sowas. Naja, und zu Pepe kommen wir ja sowieso nicht rein. War hier irgendwas? Nee. Verdammt. Na gut, okay. Also, ich bin ein bisschen ratlos. Also, ich habe auch in meinem ersten Versuch 12 Minuten rumgedoktert und nichts gefunden. Ja, aber ich würde mal sagen, wenn wir hier beide nichts gefunden haben, dann gucken wir doch mal ins Karls Zimmer. Also, mehr weiß ich jetzt Na, leider auch Karl, nie mehr. hast du schon was Neues in Erfahrung gebracht? Zwei, drei Tauschbörsen scheinen mir ganz interessant. Sie stellen Downloads für Kinofilme zur Verfügung. Bei einer Highspeed-Verbindung wäre es ein Klacks, innerhalb kürzester Zeit die neuesten Blockbuster zu saugen. Eigentlich habe ich eher an unseren Fall gedacht. Ja. Unser Fall, genau. Das ist eine. Ach, am Rechner können wir dran, aber ansonsten sehe ich hier nichts. Wow, der Bildschirm ist ja eine Wucht. Wie kommst du eigentlich zu dem neuen Rechner? Ich habe meinen alten Computer im Internet versteigert, dann Nachhilfe in Mathe gegeben und wegen der fehlenden Kröten meinen Vater in den Ohren gelegen. Er hing ja selber oft an meinem Rechner ab und hat geschimpft wie ein Rohrspatz, weil der Arbeitsspeicher unter aller Kanone war. Letztendlich hat er ein gutes Angebot gesehen, bei dem wir beide schwach geworden sind. Karl, du bist der geborene Stratege. Ja, immer dieser böse Arbeitsspeicher. Okay, Umbatscha. Okay, dann lassen wir uns doch mal. Da kommen wir nur weg. Dann gucken wir mal. Die neue Wumba-Chamba, Also gegen eine Hörprobe hätte ich nichts einzuwenden. Das erste und das siebte Lied sollen am besten sein. Du brauchst sie nur anzuklicken. Ah ja, okay. Aber ich glaube, das lassen wir einfach mal. Das könnte Probleme mit der GEMA geben. Ich habe jetzt noch nicht reingehört, aber es könnten ein paar lizenzierte Tracks sein. Vielleicht reiche ich das nochmal nach. So, schauen wir mal, was Karl zu sagen Soll hat. ich dir nicht doch die neue Wumba-Chamba-CD brennen? Auf die Gruppe stehst du doch. Das wäre bestimmt ein Kinderspiel für dich. Aber diese Band spendet mit jeder verkauften CD etwas an Hilfsorganisationen in der dritten Welt und hat Booklets mit kritischen Texten. Also wenn ich sie haben will, habe ich gleich zwei gute Gründe, mein Taschengeld zu opfern. Ja, gut. Das war jetzt nicht. Ach, ich wollte mir doch immer noch die zweite Frage anhören, um das ein bisschen zu beschleunigen. Entschuldigt, liebe Zuschauer. Soll ich dir nicht Jetzt. doch die neue Wumba-Chamba-CD brennen? Auf die Gruppe stehst du doch. Das wäre bestimmt ein Kinderspiel für dich. Aber diese Band spendet mit jeder verkauften CD etwas an Hilfsorganisationen in der dritten Welt und hat Booklets mit kritischen Texten. Also wenn ich sie haben will,
habe ich gleich zwei gute Gründe, mein Taschengeld zu opfern. Na gut, okay, das war's also schon. Nur eine Frage. Ah, waren da nicht zwei Fragezeichen? Na gut, okay. Probieren wir es mit Klößchen. Weil hier hatte ich jetzt ja nichts weiter gesehen. Hi, Karl. Sag mal, wir gucken uns in Snappyland die Augen aus und du hockst daheim vorm PC? Ich bin ja selber auf Achse Klößchen. Aber es kann ja nicht verkehrt sein, ab und zu meine E-Mails zu checken und im Internet zu stöbern. Ja schon, aber doch nicht andauernd. Ja, schrecklich. Immer diese computersüchtigen Leute, ne? Ach ja. Okay, hier ist sonst auch nichts weiter. Ja, wieder Computer und Karl, ne? Machen wir heute erstmal Karl. Hat eigentlich die Firma Sauerlich eine eigene Homepage? Und komme jetzt nicht mit dem Spruch, Schokolade lässt sich leider nicht downloaden. Soviel ich weiß, entsteht gerade eine. Aber ich halte mich da raus. Mir hat schon gereicht, dass mich mein Vater für seinen letzten Werbefeldzug eingespannt hat. Komm, Klößchen, ich zeig dir mal meine Ausbeute von letzter Woche. Ein andermal vielleicht. Wir wollten doch verhindern, dass es mit dem Gänsemann ein schlimmes Ende nimmt. Schon vergessen? Okay, das ist hier auch alles überhaupt nicht hilfreich. Mit Karl waren wir schon da. Deshalb nehmen wir jetzt erstmal Tim hier zum Nachschauen. Hallo Karl! Hey, die Plakate in deinem Zimmer, die sind doch aus der Grabgemetzelreihe. Stimmt. Dieses Spiel ist für jeden Action-Fan die ultimative Herausforderung. Und auf meinem neuen Rechner läuft es endlich einwandfrei. Mann, um den bist du echt zu beneiden. Kein Vergleich zu den lahmen Kisten im Internat. Tja. Aber das ist immer noch so. Die Kisten an der Uni sind auch nicht besser. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt, was sich in Snappyland abspielt. Nicht auszudenken, wenn der Vergnügungspark Schauplatz eines Mordes werden sollte. Hoffentlich können wir den Schwein die Tour vermasseln. Ja, so, der Rechner wieder. Und? Bist du mit Grabgemetzel durch? Na und ob. Ich spiele es gerade ein zweites Mal. Die neue Grafikkarte ist echt der Hammer. Soll ich es dir mal zeigen? Du, wenn wir erstmal loslegen, kommen wir so schnell nicht mehr davon los. Unser neuer Fall ist im Moment Herausforderung genug. So. Ah, okay. Karate Cat. Ah, ja. Okay. Achso, nochmal eine kurze Info. Während die beiden reden, bringt es nichts, über den Bildschirm zu suchen, weil sich da der Mauszeiger nicht ändert. Also, deshalb ist er auch immer so schön still und ich warte geduldig, bis sie fertig sind mit Reden. Mensch, Karate. Was denn? Du hast den Karate Cats Film aus dem Netz gezogen? Ich habe ihn erst letzte Woche im Kino gesehen. Wie du siehst, siehst du nichts. Ich habe den Download abgebrochen, als eine Meldung kam, die mir nicht geheuer war. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das aus dem FF beherrsche. Ja, ja. Also Raubkopierer scheint ein großes Thema zu sein hier in der Folge. Aber ansonsten ist hier im Zimmer nichts. Also doch nochmal mit Karl rein. Waren wir da nicht ganz zu Anfang schon? Ich meine. Ja, wir waren definitiv schon mal da, sonst hätte er was gesagt. Ist so der Rechner halt. Aber ansonsten sehe ich auch nichts. Als wenn halt E-Mails können wir nachgucken. Keine Mail von Sascha. Vielleicht hätte er sich meine Adresse nicht merken können. Was ist denn so schwer an k4@tivola.de? Tja. Es merken geht. Nee, Moment mal. Erst den Desktop aufräumen. Ordnung muss sein. Aber das richtig Schreiben ist immer so ein Problem. Ja, hier ist auch nichts weiter. Also ich verstehe es nicht. Snappyland, Raumschiff. Ja, müssen wir nochmal gucken. Also ich stehe hier momentan echt auf dem Schlauch. Kann ich mich schon mal drin umsehen? Würden Sie eine Ausnahme machen und mit mir reden? Zu dumm aber auch.
Was für eine Antwort. Im Inventar haben wir ja auch noch nichts. Nee, da kommen wir jetzt nur dahin. Sind die Mitarbeiter eigentlich vertrauenswürdig? Haben Sie einen 20-jährigen Burschen mit blonder Haartolle gesehen? Sind die Mitarbeiter eigentlich vertrauenswürdig? Nun, wer sich nicht an die Spielregeln hält, fliegt achtkantig raus. Bisher hat es im Umgang mit unseren Besuchern noch keine Klagen gegeben. Mein Vater und ich haben in den Bewerbungsgesprächen sehr auf die Referenzen der Leute geachtet. Man sollte also meinen, dass alle einen guten Leumund haben. Tja. Nochmal Pepe besuchen? Die Fragen kennen wir jetzt hier eigentlich schon in- und auswendig. Warum fahren bloß so viele Leute auf Achterbahnen ab? Was hältst du von diesen Hüten, die wie Biergläser aussehen? Bleibt der Raum hier unbesetzt, wenn du deine Runde machst? Gibt es in Freizeitparks besondere Gesundheitsprobleme? Was magst du noch, außer Tortillas? Nichts. Schon die Erwähnung von Alkohol lässt mich schäumen vor Wut. Betrunkene sind hier ein absolutes Sicherheitsrisiko. Die Leute fangen immer erst dann mit dem Nachdenken an, wenn sie auf einer Trage liegen. Das kann ich mir denken. Wer das Bewusstsein verliert, verliert die Kontrolle und verunglückt womöglich tödlich. Auch nichts. Also ich verstehe es nicht. Also jetzt rein von der Logik her. Karl hat ja was gewonnen. So, das heißt, er hat vielleicht so ein paar ein Sonderstatus, geht mir so in den Kopf rum, aber ich wüsste nicht, wo, weil hier unser Snappy ja komplett abblockt. Würden Sie eine Ausnahme machen und mit mir reden? Und das macht Kann ich mich schon mal drin umsehen? Also nicht. Ja. Das ist hier überhaupt nichts hier. Da kommen wir nicht rein. Als wenn es auf die paar Minuten nun ankommen würde. Alles nicht. Das ist echt eine gute Frage. Mit Karl vielleicht sonst nochmal hier vorne am Eingang mit der Tochter des Chefs? Sind die Mitarbeiter eigentlich vertrauenswürdig? Haben Sie einen 20-jährigen Burschen mit blonder Haartolle gesehen? Schon möglich. Aber wenn nicht gerade Prominente wie Gewinner einer Quiz-Sendung hier herumlaufen, gehen für mich die meisten Gesichter in der Menge unter. Ja, also ich und Prominent. Wir sind wohl Prominent. So okay. Hallo? Jetzt ist mir wirklich ein wenig übel, denke ich. Was glauben Sie, könnte es sein? Nun, ich tippe auf Schwindelitis non plus ultra. Alles klar. Tja. Wir haben ja... Haben wir die Karten bei uns? Also die Spezialkarten? Oder müssen wir die erst noch irgendwo finden? Und wenn... Wo... Ach, da hinten... Da hinten ist doch irgendwas. Na gut, dass ich noch ein paar Rohlinge habe. Da muss ich erstmal keine neuen kaufen. Der neue Rechner hat sich echt bezahlt gemacht. Was ich da schon an Geld für CDs und Software gespart habe. Ja, und schaut mal da, was links unten liegt. Ich fass es nicht. Sollte meine VIP-Karte für Snappyland mehr als ein Gag sein? Vielleicht verschafft sie mir tatsächlich Vorteile gegenüber den Durchschnittsbesuchern. Ich nehme sie besser mal mit. Also, hab ich das nicht vorhin abgesucht? Oder wie, oder was? Also jetzt bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Warum habe ich denn das nicht gesehen? Verdammt. Na gut, okay. Das eröffnet uns vermutlich ganz neue Möglichkeiten und ein paar Tore werden uns geöffnet. Würde ich sagen, ab zum Raumschiff, ne? Kann ich mich schon mal drin umsehen?
Würden Sie eine Ausnahme machen und mit mir reden? Okay, also Fragen sind gleich geblieben, aber vielleicht gibt's andere Antworten. Wir probieren's. Zu dumm aber auch. Zu dumm aber auch. Okay. Als wenn es auf die paar Minuten nun ankommen würde. Okay, hier ist auch nichts zurück. Vielleicht die andere Frage, weil... Gut, der Ausweis ist ja nur für Karl ausgestellt. Das heißt, nur mit Karl wird sie dann ja, wenn, dann vermutlich reden. Würden Sie eine Ausnahme... Kann ich mich schon mal drin umsehen? Also nicht. Hier ist immer noch nichts. Als wenn es auf die paar Minuten nun ankommen würde. Das ist aber komisch. Es gibt ein Inventarmenü. Warum kann ich das jetzt hier nicht benutzen? Das ist was anderes. Was haben wir denn da? Der normale Ausweis? Okay, nehmen wir mal den. Mein Name ist Karl Vierstein. Ich bin im Besitz eines VIP-Ausweises, der vom Besitzer dieses Vergnügungsparks höchstpersönlich ausgestellt wurde. Und mich berechtigt, ihn in meiner Eigenschaft als Detektiv ein paar Fragen zu stellen. Oh, dann passt du hier also auf. Dass ein Teenager auf Taschendiebe achtet, ist ziemlich gerissen. Alles klar. Ich bin Susan. Wir kommen im Team, Karl. Ganz recht. Hallo, Susan. Schön, dass du kooperierst. Ich würde gleich mal einen Blick in das Innere des Raumschiffs werfen, bevor uns die Meute überrollt. Geht klar. Na, sehr schön. Niemand da und keinerlei Spuren. Nicht mal eine Gänsefeder. Sehr schön. Da sind wir doch tatsächlich weitergekommen. Okay, hier können wir was anklicken. Den großen Monitor. Schauen wir mal. Wer weiß, wie die Terminals in Zukunft wirklich aussehen. Bestimmt noch viel, viel unscheinbarer. Schade, dass man nicht selber navigieren kann. Willkommen an Bord der Snapster YG3. Soeben wurde unsere Starterlaubnis erteilt. Voller Speed voraus! Nicht schlecht! Manöver erfolgt! Warnung! Überlastung des Plasma-Streams. Fehlfunktion in Cluster Gamma 3. Warnung! Sämtliche Triebwerke sind ausgelastet. Ausweichmanöver! Mann! Alarm! Code 12. Verflixte Hühnerkacke! Schilder komplett ausgefallen. Na, das Raumschiff kommt einem doch sehr bekannt vor, oder? Treffer! Code 12, Ende. Schutzschilde reaktiviert. Autopilot nimmt Kurskorrektur vor. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Flug. Dafür, dass dieser Flug allen wissenschaftlichen Erkenntnissen trotzt, macht er echt Spaß. So, okay, gut. Nö, sonst hier gibt's nichts weiter. Ich denke mal, es ist auch für alle erstmal unspannend. Okay, wir haben ja eben schon gesprochen, das heißt, wir gehen einfach nochmal hin, damit wir wieder unsere Gesprächsoptionen haben. Hast du einen Mann mit einem auffälligen Bierhut gesehen? Sagt dir die Bezeichnung Gänsemann etwas? Ist beides fast interessant, ne? Nein, sagt mir nichts. Weiß ich nicht. Ist das ein Taschendieb? Ich weiß leider noch nichts Näheres. Okay, hier hinten immer noch alles zu. Und auf ein neues wieder hin. Hast du einen Mann mit einem auffälligen Bierhut gesehen? Nein, habe ich nicht. Mein Sichtfeld ist ziemlich eingeschränkt. Ich kann nur nicht so gut gucken. Aber ich halte die Augen offen. Vielen Dank.
Tja, es war jetzt auch nicht irgendwie. Da drin war ja nichts. Jetzt nur die Gesprächsoption, weil mit den anderen wird es ja vermutlich noch schweigen, würde ich ja so behaupten. Ah ja, da haben wir doch was. Kann ich mich darauf verlassen, dass alles Gesagte unter uns bleibt? Uninteressant, ne? Gab es denn schon einige Fälle von Taschendiebstählen? Hast du eine Idee, was mit der Bezeichnung Gänsemann gemeint sein könnte? Wie hießen doch gleich deine Kollegen in den anderen Kostümen? Hast du inzwischen den Typ mit dem Bierhut gesehen? Ja, das ist die Frage, ne? Komm, machen wir einfach mal durch. Ach so, ich sollte ja Bescheid sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe so einen Hut vor einer Weile gesehen. Er bewegte sich Richtung Wildwasserbahn. Zur Wildwasserbahn? Mensch, danke, Susan. Okay. Das heißt, kommen wir jetzt zur Wildwasserbahn? Oh ja, wir kommen hin. Mensch, perfekt. Würde ich sagen, einfach mal hin. Alles andere können wir immer noch später machen. So. Hey, Sie, ich hätte da ein paar Fragen. Der Kerl macht mich nochmal wahnsinnig. Okay, können wir ihm unseren Ausweis zeigen? Ja, können wir. Müssen wir allen unseren Ausweis zeigen. Ich habe einen VIP-Ausweis, der mich berechtigt zu erfahren, wer eigentlich hinter der Maske steckt. Oh, ein bisschen stur, ne? Kein schöner Zug, mein Lieber. Ich weiß nicht, was die Direktion dazu sagen würde. So, okay. Und dann mal hin. Tag, Frau Vandermeer. Ach, unser Prominenter. Sprechen dich die Leute immer noch auf der Straße an? Nein, und das ist mir auch ganz recht. So, okay. Also eine Kamera, die macht Bilder. Vielleicht kriegen wir da irgendwelche Bilder. Hier oben die Bildschirme können wir anklicken. Das viele, die mit der Wildwasserbahn gefahren sind, investieren die 10 Euro gern. Sobald sie sich auf der Monitorwand gesehen haben. Okay. Das heißt, wir müssen ihn, glaube ich, wirklich suchen, hm? Die Souvenirkamera erwischt aber auch wirklich jeden. Ich würde sagen, der hält Ausschau. Der Bierhut. Das ist also der Gänsemann. Es sieht tatsächlich so aus, als würde er herumschnüffeln. Wir brauchen unbedingt diese Aufnahme. Was? 647 war es, glaube ich, ne? 647. So, das heißt... Fragen wir sie nochmal. Warum trifft man Ice Snappy manchmal vor der Wildwasserbahn an? Kennen Sie sämtliche Ihrer Kollegen? Warum trifft man Ice Snappy manchmal vor der Wildwasserbahn an? Die Snappys sollen sich den Tag über mal hier, mal da blicken lassen, damit immer Abwechslung herrscht. Ach, und ich dachte, es gäbe einen genauen Plan. Okay, das war jetzt nicht ganz so. Dann müssen wir gucken. Kommen wir hier wieder zurück? Okay. Zu den Fotos kommen wir jetzt noch nicht, glaube ich, ne? Nee. Raumschiff. Ja, gehen wir nochmal hin und fragen nochmal nach anderen. Der will ja immer noch nicht mit uns quatschen. Gehen wir erstmal dran vorbei. Nee, okay, da ist das Bild weg. Kennen Sie sämtliche Ihrer Kollegen? Gesehen habe ich alle mal auf der Betriebsversammlung. Aber so richtig kennen... Stimmt es, dass TKKG einmal einem Voodoo-Zauber ausgesetzt war? Was? Ach so, ja schon. Das war mal ein Fall von uns. Aber das würde jetzt zu weit führen. Okay. Hier haben wir das immer noch. Viele, die mit der Wildwasserbahn gefahren sind. Nee, das kennen wir ja schon. Okay. Die Nummer fragen. Der Kerl macht mich nochmal wahnsinnig. Okay, also wir könnten zu Susan, also unserem Space Snappy, uns sie weiterfragen. Wir könnten aber jetzt auch erstmal gucken, ob wir mit anderen nicht hier irgendwas machen. Okay. Wir könnten, aber 10 Euro kostet so ein Foto. Und, wir hatten doch hier Geld gesehen. Ich glaube, da, wo wir noch am Dings waren, ne? Wo wir den Ausweis her hatten. Vielleicht müssen wir uns ja das Foto erstmal kaufen.
Oh, ich glaube, wir haben eine Mail. Oh, eine neue E-Mail. Okay, aber erstmal holen wir uns die Kohle. Wenn dieses Geld hilft, Menschenleben zu retten, dann soll es halt so sein. Ja, sehr schön. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Kohle, sehr schön. Dann gucken wir uns noch die Mail an. Keine Mail von Sascha. Vielleicht hätte er sich meine Adresse nicht merken können. Was ist denn so schwer an k4@tivola.de? Ja, das kennen wir schon. Schon wieder bloß Spampost. Herrlich. Wie war das? Über 90% der versandten Mails sind Spam heutzutage? Das sollte einem echt bedenklich stimmen. Okay, also wir haben jetzt das Geld. Ich habe jetzt aber nicht gesehen. Vielleicht können wir das gleich oben hier bei der Tante kaufen. Okay, der will sowieso nicht mit uns reden. Kennen Sie sämtliche Ihrer Kollegen? Warum trifft man Eis-Snappy manchmal vor der Wildwasserbahn an? Warten die Snappy? So, das kennen wir ja. Wir kommen gleich bei ihr. Hier, ein Zehner. Ich möchte gerne einen Schnappschuss erwerben. Gern. Welche Nummer? Es war 642. Nee. 643. Geben Sie mir 644. Nummer 647. 600. Es geht um die Nummer 648. Nummer 647. Ja, gut gemerkt. Hier ist es. Mhm. Das ist das Foto, das Jawohl. Ich meinte. Erkennen Sie den Mann darauf? Nein. Komischer Knilch. Na, wenn dir die Aufnahme gefällt, dann wechselt der Geldschein jetzt seinen Besitzer. Ja, so. Das ist also der Mann, auf den man es abgesehen hat. Wie kann man den bloß am besten ausfindig machen, wenn sich der Park füllt? Tja, also ich habe da ja schon eine Vermutung an einem hohen Aussichtspunkt. Vielleicht haben die da hier so ein Sinn. Snappy hat sich aus dem Staub gemacht. Gondel, so eine, mit der man hoch und runter fahren kann. Oder so ein Riesenrad oder irgendwas, wenn die haben. So, hier können wir nichts machen. Gucken wir doch mal. Haben wir neue Optionen? Nein. Ja, wer könnte uns denn helfen? Wir könnten die nochmal fragen. Oder wir fragen Susan. Warum trifft man Eis-Snappy manchmal vor der Wildwasser? Kennen Sie sämtliche Ihrer Kollegen? Nee, okay. Warum trifft man... So, nee, das war's wohl nicht. Ich gehe jetzt einfach nur mit Karl einfach mal durch, um zu gucken. Wir kommen jetzt momentan ziemlich Entweder gut mit ihm macht weiter. Susan Pause, oder sie läuft wie die anderen Snappys herum. Mensch, dann würde ich sagen Treffer. Wieder irgendwer weg. Ach nee, hier ist auch keiner mehr. Hier drin? Nee, ist auch nix. Dann gehen wir doch einfach mal nach vorne. So, Eingang Snappyland. Ach nee. Da ist er doch. Snappy. Schöner Tag heute, was? Der gehört echt auf Eis gelegt. Okay, kam gar nicht. Mit Pepe auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir müssten mal auf jeden Fall mit den anderen rumgehen. Nehmen wir mal die Gabi. Gucken. Mann, ich weiß echt nicht mehr, wie man sich gegenüber diesen Mördern verhalten soll. Okay. Na komm, gib Pfötchen. Alle Hunde geben mir die Pfote. Das ist einfach nur bescheuert. Okay, zu Pepe kommen wir ja auch nicht rein. Der schmeißt einen hier wieder raus. Zum Raumschiff. Ja, können wir ja mal gehen. Gucken. Keiner da. Ich hätte mich ja mal zu gerne mit dieser Susan unterhalten. Woher weiß sie, dass sie Susan ist? Ein Sessel und ein großer Bildschirm. Eigentlich der ideale Ort für Couch-Potatoes. Ist hier wieder nur dasselbe. Gucken wir hinten. Hier ist wieder nichts los. Nehmen wir doch mal Wildwasserbahn. Die sind ja alle verschwunden. Das gibt's ja gar nicht. Eis-Snappy Pause machen? Oder warum ist der abgehauen?
Und warum weiß sie, dass hier ein Snappy stand? Wir waren doch gar nicht mit dir da. Und der arme Oscar muss wieder ganz allein zu Hause hocken. Tag, Frau van der Meer. Nein, Mami und Papi sind ja auch noch da. Meine Katzen reagieren sehr empfindlich, wenn ich sie vernachlässige. Und wo Hunde doch regelmäßig ihren Auslauf brauchen. Na, wem sag ich das? Nichts mehr? Hat sich eine der Snappy-Figuren mal daneben benommen? Haben Sie bemerkt, dass jemand verfolgt wird? Verfolgt? Eigentlich nicht. Ich meine, jeder folgt hier irgendwem, oder auch nicht. Kinder sind nicht immer folgsam. Sag mal, Gabi, ihr sollt mehrere Schätze gefunden haben? Entschuldigung, aber ich konnte Ihnen gerade nicht folgen. Schätze? Ach so, ja. Wir hatten bereits mit geheimnisvollen Testamenten zu tun und dem Schatz der Maya. Ganz recht. Ja, gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Dafür, dass es am Anfang doch so zäh war, würde ich sagen, haben wir am Ende doch einiges geschafft. Und ja... Das stimmt mich sehr positiv und ich hoffe, das wird in Zukunft auch so weitergehen. Und wir werden in der nächsten Folge genauso viel Erfolg haben. Also bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und wir werden uns in der nächsten Folge sehen. Macht's gut. Ciao.